Hi, was geht? Willkommen heute zu einem kleinen, etwas anderen, ungewöhnlichen Video hier auf meinem Channel Lars oder so. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Lars oder so. Und heute wollte ich mit euch was ganz Cooles machen. Nämlich wollte ich euch ein kleines Katzen-Update hier einfach zeigen, weil es einige Leute da draußen gibt, die immer fragen, ja, hey, so auch gerade in den Livestreams, was machen eigentlich deine Katzen, wie geht's denen, was machen die so, geht's ihnen gut, was machen die so, geht's ihnen gut oder was machen die so, ja. Und hier haben wir ein wundervolles kleines Exemplar. Kleines gut, guckt das mal an. Das ist übrigens der Diego, falls ihr nicht kennt. Da sitzt die Ellie übrigens. Die sind jetzt beide hier. Wir haben das Ganze eben schon mal gedreht. Das war nämlich übelst der Fail. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen mit ein kleines bisschen mehr Bedacht. Ich habe nämlich was ganz Neues gekauft. Aber bevor wir starten, wollte ich gleich nochmal zeigen, was die hier für krasse, krasse Spielsachen haben. Unter anderem dieses Ding hier. Diesen Kratzbaum. Ich weiß nicht, sieht das cool aus? Sieht cool aus, okay. Ja, das ist schon ein Riesenteil. Also das ist schon ein richtig, richtig großes Ding. So, war so ein halbes Geschenk, sage ich mal, und so halb selber gekauft. Auf jeden Fall richtig krass. Und die haben jetzt auch noch, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber da nicht hinfilmen. Da ist noch ein Kratzbaum. Die Küche ist nicht aufgeräumt, deswegen Leute, es tut mir leid, wenn jetzt hier irgendwas nicht perfekt ist oder sowas. Ja, ich habe jetzt einfach nur provisorisch hier gerade aufgeräumt, damit ich dir das gerade zeigen kann. Denn ihr fragt euch sicherlich, warum heute so ein Video hier kommt und nicht wie ein normales Gaming-Video, was sonst immer kommt. Ich habe aktuell kein Internet und deswegen das Ganze mit dem Handy gefilmt und sowas. Weil, ja, geht gerade nicht und so, kein Plan. Deswegen mache ich jetzt einfach mal irgendwie so ein provisorisches Katzen-Update-Video. Ja, was gibt es zu erzählen? Katzenklo hier, Tunnel da, Lieblingsspielzeug. Gott allein weiß, warum das denn ihr Lieblingsspielzeug ist. Das ist einfach nur so von einem Paket, also ein Geschenk, was mir mal Roman geschenkt hat. So, ich stelle mich mal hier hin, ja, nicht, dass man unbedingt draußen alles sieht. Das war irgendwie so ein Geschenk von Roman und seitdem spielt er damit. Also das ist beides, von beiden das Lieblingsspielzeug. Ich habe hier, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich habe hier etliche, ich habe hier so ein Ding, ja, das habe ich schon von Anfang an. Guck mal, bockt den null, gar nicht, ist dem komplett egal. Guck mal, es ist so eine fette Kanone, wirklich. Diego, bist du so eine Speckwurst? Bist du so eine Speckwurst? Ja. Eben haben wir auch schon probiert, ein Video zu machen, habe ich gerade gesagt. Aber die hatten gar keinen Bock auf das Video. Gar keinen Bock. Ich glaube, die sind auch ein bisschen scheu. Ich glaube, auch Katzen wissen das, wenn man die filmt oder sowas, dass die, dann hören die irgendwie auf, cool zu sein. Wisst ihr, wie ich meine? So, keine Ahnung. So, die hören dann auf, irgendwie so ganz dumme Sachen zu machen oder sowas. Kein Plan. So, aber auf jeden Fall, was wollte ich jetzt zeigen? Genau, hier diesen Kratzbaum halt. Hier habe ich auch irgendwas provisorisch mal dran gemacht oder so. Egal. Hier ist mein Staubsaugerroboter, der wird auch manchmal ein bisschen verwendet, um zu dingsen. Hier mache ich dann manchmal so die Schnur dran, damit die dann das so hinterherziehen. Das habe ich eben auch gezeigt, aber ist eigentlich voll uninteressant so. Ansonsten hier auch noch Spielzeug, was total verknotet ist. Interessiert keinen Menschen mehr. Das hier ist eigentlich ganz cool. Das ist so ein komischen Laser. Huch, ich will nicht ins Gesicht leuchten. So ein komischer Laserpointer. Und genau, der bewegt sich halt von selbst und so. Der Diego findet das, glaube ich, das findet er, glaube ich, ganz cool. Aber das Ding ist irgendwie voll schnell, war mega der Fail-Kauf. Ey, Elli, was machst du da? Was machst du da? Baby-Speckmaus. Guck mal. Oh ja, oh Baby. Süß. Oh mein Gott. Die Haaren total. So, hier, Lieblingstunnel. Komm, Diego, zeig jetzt, was du kannst. Zeig jetzt den Leuten, was du kannst. Jetzt ist die Bühne offen. Komm schon. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du einmal durchrennen. Ich glaube, es ist zu warm für den Diego. Der ist halt eigentlich immer, der hat eigentlich immer Bock zu spielen. Immer, 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 immer. Deswegen, Leute, ich habe schon ein paar Mal überlegt, so ein Video zu machen. Aber ich habe es irgendwie nie geschafft oder nie, keine Ahnung, keinen Bock gehabt. Ich war wahrscheinlich zu faul. Wie gesagt, ich wollte schon öfters und schon ein bisschen länger so ein Video machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, gerade kein Internet. Da kann man, glaube ich, kurz so ein... Oh, ja. Jawoll. Da kann man, glaube ich, kurz mal so ein kleines Update-Video geben hier von dem Ganzen. Was auch immer, Leute. Keine Ahnung, nehmt es mir nicht übel. Ist komplett uncut und sowas. Ich habe keinen Plan, was ich hier gerade laber. Aber, was ich zeigen wollte. So. Ich will es kurz nur demonstrieren. So, komm hier raus kurz.
Ich wollte nur kurz zeigen, wir haben nämlich hier einen neuen Pool gekauft. Dieses Ding. So. Und der Diego ist eigentlich so ein Kater, der findet das richtig cool. Ja? Er findet das richtig nice, so Wasser und sowas. Deswegen dachte ich, okay, ich kaufe mal so ein... Oh mein Gott, ist das Ding schwer. Ich kaufe mal so einen Pool. Gestern Abend schon mal so ein bisschen ausprobiert. Das Ding hat, glaube ich, 30 Euro gekostet oder sowas. Das war auf jeden Fall... 20 Euro hat es gekostet. War auf jeden Fall ein bisschen teurer so. Okay, ja gut, 20 Euro ist jetzt nicht teuer, aber... aber es ist schon dafür, dass es jetzt irgendwie nicht verwendet wird, ein bisschen schade. Sag ich ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass wenn die beiden da nicht reingehen, dass ich das einfach voll mache und mich dann selber da reinsetze. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das wirklich. Ja gut, jetzt nicht. Ich wollte gerade reinsteigen. Aber ich kann mal kurz zeigen. Ich glaube, der hat da gar keinen Bock drauf. Ich will den jetzt nicht zu irgendwas bringen, Karl. Ich will den jetzt auch nicht zu irgendwas bringen, worauf er gar keinen Bock hat. Guck mal da. Was ist? Was ist los? Paketschnur, Leute. Das ist der Key. Das ist der Schlüssel zum Sieg meiner Katze. Hier, hast du Bock zu spielen? Ja! Oh! Oh! Nicht, dass du runterfällst, Ellie. Aber das wird lustig. Komm. Okay, gut. Okay, prima. Ich habe einen Hund jetzt, Leute. So. Ciao. Hallo. Hallo? Ja, das ist es. Das ist es, Leute. Das ist es. Ja, keine Ahnung. Ich würde super gerne zeigen, wie der Diego auf diesen Pool reagiert. Deswegen will ich dieses Video hier heute eigentlich machen. So, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen ausprobiert. Aber er hatte nicht so Bock. Ja, ich will ihn jetzt auch nicht zu irgendwas zwingen, so, worauf er keinen Bock hat. Aber ich wollte ihm das einfach so ein bisschen näher bringen. Weil es echt was Cooles ist und er mag Wasser. Also, er geht auch immer so ans Wasser und sowas. Aua! Er pittelt da auch immer so ein bisschen dran rum im Wasser. Kommst du da jetzt raus, du dickes Speck? Guck mal. Das ist Leben am Limit. Das ist Leben am Limit. Ich sag's euch, jetzt ist er da drinne. Jetzt kriegen wir den da nicht mehr raus. Wo ist dieses Schnürchen? Wartet kurz. Hier. Hier. Ich habe hier die Schnur. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Diego, du dickes Ding. Komm jetzt. Der weiß, glaube ich, ganz genau, was abgeht. Komm! Ja, Leute, das ist Content. Das ist Content. Ich versuche den jetzt aus dieser Röhre rauszubekommen. Die Ellie hat sich komplett versteckt. Die ist hier hinten. Die ist komplett kamerascheu. Die hat sich hier einfach gerade hinter den Sessel gesetzt. Guck mal, ganz, ganz, ganz traurig da hinten in diese Ecke. Willst du nicht spielen? Guck mal, hier auch kaputt gemacht. Das Ding ist nagelneu. Ich habe da eben drauf gesessen und so. Das ist wirklich, glaube ich, erst 2-3 Wochen alt oder so. Naja, keine Ahnung. Also ich kriege ihn jetzt hier nicht raus. Ich würde super gerne zeigen, wie er darauf reagiert. Komm. Sind eure Katzen auch so faul? Wow. Sind eure Katzen auch so faul, Leute? Schreibt das mal in die Kommentare. Komm, Diego. Warte, so. Aha. Komm mal her. Komm mal her. So. Wir gucken uns das jetzt an, okay? Ich will ihn zu nichts bringen, nichts zwingen. Ich will nur mal kurz zeigen, wie er auf das Ding hier reagiert, okay? Ob er darauf Bock hat oder nicht. Du hast Bock, oder? Nee, anscheinend nicht. Wenn er schon so guckt. Aua. Guck mal, oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich hab nichts gemacht, okay? Leute, gut. Ihr habt's jetzt gesehen. Ich gebe euch mal so ein paar Updates und sowas in nächster Zeit auf Instagram. Deswegen schaut mal auf Instagram vorbei. Vielleicht hat er ja Bock auf den Pool, aber ihr habt es gerade gesehen, ich habe ihn ja nicht mal mehr aus der Tür bekommen, Alter, der hat richtig Schiss gehabt. Okay, Diego, tut mir leid, ich wollte dir jetzt keine Angst machen. Ansonsten, Leute, lasst ein Like da für dieses sehr seltsame, kurze Uncut-Video und ansonsten sehen wir uns, haut rein. Tschüss, schaut auf Instagram vorbei, ciao.